Hallihallöchen, meine lieben Scout-Freunde. Ich begrüße euch heute wieder beim Scouting-Tutorial, leider jedoch alleine. Es gab ja letztes Mal schon das Infovideo, wo ich gesagt habe, so, ich habe Asakov noch nicht erreicht und ich weiß ja noch nicht, wann ich das wieder werde. Und ja, tatsächlich habe ich ihn immer noch nicht erreicht, aber trotzdem mache ich jetzt dann dementsprechend notgedrungen selber ein Video und habe auch einen Plan dazu, wie es weitergeht. Dazu werde ich gleich noch eingehen. Der Punkt ist, es ist natürlich ohne Asakov nicht das Gleiche, weiß ich, finde ich auch ärgerlich. Ich bin da schon ganz genau gespannt, wann ich wieder von ihm höre. Heute habe ich für euch ein Replay, das ich, wie gesagt, eigentlich mit ihm zusammen machen wollte. Folge 50 super, weil es gefühlt für mich mein bisher bestes Scouting-Replay war. Ich eine Runde, wo ich habe Fehler gemacht, aber es war insgesamt so dieses Bäm, so muss Scouten laufen. Hat einen riesen Spaß gemacht. Und ich dachte mir, ja, dann packen wir dazu noch eine Runde aufs gleichem Kaliber von ihm und dann haben wir eine super 50. Folge. Perfekt, kann man gut machen. Jetzt ist er leider nicht da, dementsprechend werden wir da wohl mit meiner Runde voll die Blähen müssen. Und für die Zukunft habe ich mir einen kleinen Plan überlegt, denn der Hauptpunkt ist, ich schaffe es nicht, so dementsprechend viele Runden aufzunehmen, dass ich da genug Replays zusammenbekomme, wie ich jede Woche konstant gut eine gute Folge raushauen zu können. Ich könnte zwar notgedrungen was zusammentackern, aber das wäre eher langweilig. Deswegen dachte ich mir, hey, wir haben hier mittlerweile so viele gute Scoutfahrer angezüchtet, ziehen wir euch da einfach mit rein. Und zwar ist der Plan folgender. Ich werde jedes Mal vor der Folge mir überlegen, zu welcher Map ich in der nächsten Folge etwas mache. Und dann kommt jedes Mal die Bitte an euch, mir doch von euch Replays zu dieser Map zu schicken, damit ich dann auf dieser Map dazu etwas präsentieren kann. Werde natürlich mal versuchen, vorher schon mal selbst ein paar Replays zusammen und mit einzumischen. Könnt ihr mir gerne mit ein paar kleinen Kommentaren von euch schreiben, so von wegen, was habt ihr euch gedacht, was für euch besonders, dann kann ich da natürlich dementsprechend darauf eingehen. Und zwar schickt mir das Ganze bitte an scouting@dograti.de. Die E-Mail-Adresse gibt es ja schon länger und war damals für Fail-Folgen mit Eddie zusammen gedacht. Daraus wurde nie so viel, deswegen verwenden wir jetzt hierfür. Die erste Map, um die es gehen soll, ist Malinowka. Das heißt, bitte schickt mir Replays zu Malinowka, am besten von der aktuellen Version. 1-2 Versionen zurück geht aber auch noch. Wenn es wirklich sehr alt wird, habe ich Probleme damit, dass ich die Version nicht mehr da habe und dass es halt auch dann einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, weil es zu viele Änderungen gab. Und ja, schickt mir, wenn ihr wollt, auch gerne mehrere, wenn ihr sagt, ihr habt da verschiedene Sachen und macht eine kleine Beschreibung dazu, was bei welchem Replay wie cool war und was ihr meint, was vielleicht wofür zeigbar ist. Ich weiß, dass wir hier mittlerweile viele sehr, sehr gute Scoutfahrer dabei haben. Und dementsprechend würde es mich persönlich sehr freuen, wenn wir es schaffen, mit euch zusammen das noch ein bisschen weiterzuführen, bis Asakov wieder da ist. Denn er hatte eine sehr gute Idee für was wir als nächstes jetzt am Anfang des neuen Jahres angehen können, wo ich mich persönlich auch sehr darauf freue, das mit ihm durchzuziehen. Ich alleine werde es nicht durchziehen, weil das einfach nicht passen würde und ich das alleine auch nicht gut genug rüberbringen kann. Da brauchen wir ihn schon für. Dementsprechend, ja, der Plan, wir ziehen das Ganze hier durch, bis Asakov sich wieder meldet und haben so lange so unseren Spaß. Ja. Bevor wir dann mit der Action beginnen, aber noch eine zweite Info. Und zwar heute an dem Samstag, an dem ihr das seht, ist auch die Jumbo Fight Night. Nein, nicht Jumbo Fight Night, Junior Fight Night. Oh, ich bin ein bisschen schusselig, weil ich so viele Infos mir alle merken muss. Es ist die Junior Fight Night und ich werde auf dem Jumbo-Stream das Ganze für euch streamen. So, jetzt kriegt das Ganze einen Schub. Ja, Junior Fight Night, wer es kennt, die Fight Night XL ist ja einmal im Monat. Da treffen sich alle zum Kompa-Fahren und haben da ganz viel Spaß an der Backe. Bei der Junior Fight Night wird das Ganze auf Tier 4 gemacht, was ziemlich lustig ist. Beim letzten Mal, als wir die Junior hatten, haben wir, glaube ich, sogar Panzergerd dabei, der für uns das Scouten gemacht hat. Diverse YouTuber, ich weiß, Toti war da und Sanossi, die ich mich direkt noch erinnere, Mu natürlich auch, der da auch einiges von aufgenommen und verarbeitet hat. Und diesmal werde ich das in seinem Team für euch streamen. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau Mu sich das, wo wir dann da rumtingeln werden. Ich lasse mich von ihm mitziehen und werde dann im Stream das Ganze zeigen, was ich mir ziemlich lustig vorstelle. Das Ganze läuft auf dem Jumbo Community, der Stream für die Jumbo Community, so. Link kommt da auch unten in die Beschreibung, genauso übrigens wie die E-Mail für Information Nummer 1. Also falls irgendjemand was nicht mitbekommen hat, einfach mal kurz in die Beschreibung gucken, das steht dann da auch mit drin. Geht heute Abend los, ich glaube 19 Uhr bin ich, ab 19 Uhr bin ich eingeplant. Ob der Stream dann punktgenau losgeht, kann ich noch nicht ganz sagen. Das liegt so ein bisschen daran, wie Mu sich das alles vorstellt. Das muss man da ein bisschen spontan sehen. Und da wird dann Tier 4 Kompa gefahren. Ich persönlich freue mich da schon drauf, das war letztes Mal sehr lustig. Wird es dieses Mal sicher wieder auch. Ja, jetzt habe ich 4 Minuten totgesabbelt. Sehr gut, dann haben wir schon mal die Hälfte der Folge zusammen quasi. Aber kommen wir zu dem eigentlichen Highlight, die Runde, die wir haben. Meine, wie gesagt, persönliche Highlight-Runde. Ich bin hier gefahren mit Silverlane. Mu war zu dem Zeitpunkt gerade aus irgendeinem Grund AFK und Silverlane, ich dachte uns, hey, da kann man doch mal Panzer fahren, die man normalerweise nicht fahren kann, wenn Mu dabei ist, weil er die nicht gerne fährt. Also in vielen Bereichen Scouts. Und Silver hatte, glaube ich, auch noch 2-3 Scouts, wo er noch seine Daily Doubles braucht. Das war während eines 5-Fach-Events, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich dachte mir, ja, 1390 fahre ich in letzter Zeit nicht so oft, weil es gibt ja viele neue Tier 8er, die Scouts, die cool sind.
1390 kommt man da nicht so oft dazu, aber ich habe ihn halt immer noch da und arbeite dran, ihn weiterzufahren. Hab, glaube ich, auch schon irgendwie über 100.000 zusammen, bin da zufrieden. Und Silver dazu im WZ132. Und ein Matchup, wo ich eigentlich dachte, so, das ist solide. Meine Prokhorovka als Scout finde ich die Map super. Es sind hier 10 Match, ja, aber wir haben auf beiden Seiten gute und schlechte Spieler. Es ist schön gemischt. Klingt doch eigentlich super aus. Wir waren bei uns auch eine lustig gelaunte Arti. Unsere Franzosen-Arti, die hat gerade die ganze Zeit schon lustige Dinge im Chat geschrieben. Aber von daher, klingt nach Spaß. Stürzen wir uns doch mal rein. Und ja, wer mich kennt, weiß, ich fahre hier gerne die 6er Linie für den Frostspot. Und dementsprechend direkt Gas geben, sobald ich losging. Die Zeit, die Uhrenzeige ist immer ein bisschen versetzt, was das angeht, warum auch immer. Auch mit Silver schon abgesprochen, dass er ein bisschen links rumfährt für den Bogen, ich hier rum. Und dann gucken wir, dass das Team sich hinten verteilt. Wir haben auf beiden Seiten drei Artis, das heißt, wir dürfen prinzipiell gut Ziele, gut Sachen aufdecken können. Und dann dafür Schaden einheimsen. Na, eigentlich alles super, kann man sich nicht beschweren. Und wie gesagt, ich mag Prokhorovka sehr gerne als Map, wenn ich im Scout sitze, aber auch nur, wenn ich im Scout sitze, sonst nicht. Medium ist auch noch gut, aber nichts oft mit am Team. Und ja, schwupp, erster Scout und wir haben da hinten direkt was aufgedeckt. Das dürften jetzt mal direkt so 5 Aufklärungen, die ich da gemacht habe, sein. Bin ich zufrieden, kann man sich nicht beschweren. Team weiß direkt, was vor sich geht. Wir haben da 2 1390, die beide aufgegangen sind. Auch der zweite, der da außen lang fährt, ist aufgegangen, was ja für uns sehr, sehr gut ist, weil dann wissen wir direkt, wo die gegnerischen Scouts stehen. Aber ich habe an diesem Moment, und wir halten mal kurz nochmal irgendwann zwischendurch. Im Spielen kann ich natürlich nicht pausieren, aber ich habe es dann gerade auf Prokhorovka, mache ich das sehr gerne, dass ich halt meine Runde hier oben fahre. Und dann, wenn ich unten wieder rumdümpel, halt währenddessen einfach mal für so 10, 20 Sekunden in Ruhe auf die Map gucke. Am besten dann auch gerade im Reload bin. Irgendwie eigentlich nur gerade ausfahre, weil ich das glaube ich, bin eh wieder zupasst. Und mir angucke, was passiert. Und so habe ich das ja auch gemacht und habe geguckt, was haben wir dann? 3 E75, die auf die Sniper, auf die Campingposition der TDs fahren. Gut, wir haben keine DS, also muss etwas anderes sein, aber 3 E75, die da nicht fels machen konnten. Und unsere E75 waren eigentlich keinen schlechten. Und wir haben einen grünen dabei. Und zuvor so, steht die hier unten. Arti hat sich verteilt, ist in Ordnung. Hier oben fährt recht viel auf den Hügel an sich. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was der STI und die IS-4 da unbedingt wollen, aber soll machen. Was ich mich auch noch sehr stört fand, AMX-50B, der hier vorne steht. Was zur Hölle macht ein 50B so weit vorne? Der verreckt da doch nur ohne Dinge, die ihm Deckung geben. War nicht unbedingt der schönste Start einer Runde. Aber wir können versuchen, hier schon ein bisschen zu profitieren, schauen, was man machen kann. Arti sind in Position, also theoretisch gesehen, wenn ich was aufdecke, dürften sie da auch drauf schießen können. Und da hinten geht ein T-57 Heavy auf. Ich bin leider auch aufgegangen, habe das hier im Moment zu spät realisiert und war da im Moment zu gierig, weil ich die Retourkutsche bekommen. Irgendwo hinten steht ein STI, der mich beschossen hat. Aber da sah man schon, Arti Schuss hat den T-57 Heavy nicht getroffen. Aber wir merken halt, der STI ist hier, interessant. Wir merken, dass unsere Arti durchaus aktiv ist und auch auf das schießt, wofür wir aufdecken. Also, man, ist okay, ist okay. War ein weggeworfener Lebenspunkt, aber gibt Schlimmeres. Und ja, jetzt arbeite ich mich hier stückweise immer wieder hoch, bis wieder was aufgeht. Da kommt ein Patton, aha. Bin diesmal da auch schon früher in die Rückrunde, das ging halt nur darum. Wir waren gerade zu, also kann man einfach mal an einer anderen Stelle fahren und ein bisschen aufdecken. Schauen, was passiert. Ich würde gerne den zweiten 1390 da links noch wegbekommen. Ich weiß nicht mehr, wann genau zu dem Matchzeitpunkt mir das durch den Kopf ging, aber ich weiß, dass ich recht viel darauf geachtet habe, wo steht der, weil der uns auch aufmachen kann. Und da fährt er tatsächlich vor. In diesem Moment habe ich das wohl nicht so mitbekommen, sondern habe mich auf die vor mir konzentriert. Habe ich da was aufbekommen, aber oho, da ist der 1390. Vielleicht lässt sich da ja was machen. Wenn der sich verleiten lässt, getroffen zu werden. Auf jeden Fall ist er nicht mehr halt auf der hinten Sniper-Position, was durchaus nicht schlecht für uns ist. Und ja, ansonsten, auf dem Hügel stehen sie sehr, sehr defensiv. Das war ein großes Problem. Da kam der Arti-Treff auf das, was ich aufgedrückt habe. Sehr schön. 300 und was war das? Aber immerhin. Die stehen hier hinten sehr, sehr weit hinten, was ziemlich bescheiden ist, weil sie halt nur hierhin schießen können und hier irgendwie nichts ist. Der E50M macht da vorne ein bisschen was. Der 50B lebt noch, das ist immerhin schon mal viel wert. Und hier auf der linken Flanke, der eine E75 macht sich jetzt langsam mal auf den Weg nach vorne. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, der bessere Spieler von denen gewesen. Der hat gemerkt, so, hey, nur hinten stehen und popeln, das bringt uns auch nichts mehr ein. Und ja, man sieht da auch schön im Chat Interaktion der Arti. Das war zu diesem Zeitpunkt so eine Runde, das hat wirklich einfach Spaß gemacht zu spielen. Auch wenn wir hier gerade kaum vorangekommen sind, aber es hat einfach, es war ein entspanntes, schönes Spielen. Also so stelle ich mir so ein gemütliches Scout-Spielen vor. Einfach mal ein bisschen rumgurken. Aufdecken, wenn man dazu kommt, einfach mal schießen. Wenn nicht, können wir es auch später noch machen. Da hat es den 50B zerlegt. Wie gesagt, überrascht mich jetzt nicht so. Der stand da ziemlich doof.
um ehrlich zu sein. Und ich dachte mir jetzt, okay, wir kommen da irgendwo nicht wirklich weiter. Vielleicht kann ich auf den Hügel mit drauf wirken, weil die Gegner sind da schon ziemlich weit um Hochdrücken. Und ja, IS-4, IS-8 ist jetzt nichts, wo ich unbedingt gerne auf die Seite schieße. Auf die Distanz mit dem Panzer. Also an sich, wenn ich da näher dran bin mit einem besseren Panzer, ja klar, gerne. Super Sache. Aber so. Wenn ich nicht der beste Sniper-Panzer, lassen wir das dann ab und zu mal den Silver Lane machen. Der reißt da wahrscheinlich schadenstechnisch gerade mehr. Und ich gucke mir währenddessen noch an, was hier irgendwie so geht, weil wir haben da hinten ja auch immer noch nichts aufgedeckt bekommen. Unsere E-75 bewegen sich wie ein bisschen vor. Da ist der 1390 wieder. Und versucht sich da gerade mal aufzudecken und wird wahrscheinlich auch ein E-75 aufbekommen. Gucken wir, dass wir auf ihn vielleicht noch was reinkriegen. Ja, bisher meine Schüsse ja am Anfang jetzt nicht so berauschend. Ich bin doch wieder aufgegangen, jetzt müssen wir also auch wieder zurück. Versuche hier irgendwie ein bisschen irgendwie eine eierige Form zu kommen. Fahre leider nicht vernünftig schräg zur Artie, damit fange ich erst jetzt an. Das hätte mich doch durchaus in den Kopf kommen lassen können, wenn dann eine Artie gedacht hätte, wow, den kriegen wir. Und bisher ging es aber alles noch. Und obwohl, wie ich sagen würde, positionstechnisch sind wir eigentlich nicht gut aufgestellt. Stehen viel wird, haben wir tatsächlich jetzt auch den ersten Zehner von denen wegbekommen und sind in keiner schlechten Position gerade. Nein, auch nicht in der guten, sondern das ist halt echt noch ausgeglichen dafür, dass wir halt eigentlich echt doof stehen. Der Hügel hat nicht vernünftig erobert und hinten haben wir nur die E-75 stehen, aber der Gegner drückt halt auch nicht, von daher geht das wohl. Ich versuche jetzt in eine Position zu kommen, wo ich vielleicht doch mal irgendwie schießen oder woanders vielleicht schießen kann. Zum Beispiel so 1390, der mir da gerade entgegenspringt. Oh, super. Solche Sachen liebe ich, ja. Und jetzt habe ich halt immer wieder erstmal versucht, da hoch mit reinzuschießen. Einfach, weil die nun mal Support brauchen. Da ganz klar, der Hügel ist, die sind ja jetzt nur noch zu zweit. Da sind gerade in kurzer Zeit zwei Zehner gestorben. Und ein Neuner. Der SDI ist auch tot. Keine Ahnung. Ungünstig. Und jetzt hat es hier unseren E-75 erwischt. Das war der eine erfahrene, gute E-75, der sich da, da habe ich den Kennzeichen bekommen, der sich halt mittlerweile vorbewegt hat, hier was machen wollte. Aber leider sehr, sehr viel Arti dafür abbekommt. Was natürlich ärgerlich ist. Und ja, wir. Leider, leider vom Pat nichts bekommen. Ich habe in Erinnerung, dass mich das da ein bisschen geärgert hat, weil ich mir dachte, ey, da kann ich doch was abstauben. So Patten, das sieht doch lecker aus. Aber da gerade nichts passiert, wieder ab in Reload. Halte mich hier auch schon irgendwie in Gegenwart der 1390, dass wir vielleicht gleich irgendwo da was machen können. Vielleicht irgendwie hier darüber aufdecken. Und irgendwie kommt der jetzt gerade echt aggressiv an. Das hat mich in dem Moment ein bisschen überrascht, dass die hier sich so weit vortrauen. Aber scheinen wohl zu merken, dass da hinten halt nur die E-75 sind. Und ich kann mich hier halt noch hinter der Kante halten, weil der ist halt momentan eh noch offen. Und jetzt dann wieder hochfahren, wenn er weg ist, sodass er, dass ich halt davon ausgehen kann, dass mich da keiner vermutet, weil er gerade aufgedeckt hat. Und versuche jetzt einfach ein bisschen voranzukommen und vielleicht irgendwo da nochmal was aufzumachen, wo man drauf schießen kann, aber. Wir haben halt durchaus gut Schaden gemacht bisher, an den, in denen in der Mitte halt der Hügel ist halt verloren. Das war echt ärgerlich. Sind mittlerweile deutlich in Unterzahl, haben zwei E-75, die hinten stehen und nichts tun, und unsere Zehner sind alle tot. Aber während die halt noch drei Tier-Zehner haben und immer noch auch noch zwei lebende Scouts, also eigentlich haben wir da bisher irgendwie nur so ein bisschen Kleinvieh abgestaubt, deren stärkstes Spielerleben noch. Und gut, unsere Art jetzt wieder zugeschlagen, das war sehr gut. Man muss auch sagen, der hat sehr gut gespielt. Und ja, jetzt kam da der 1390 der Gegner an. Ich dachte mir so, gut, der will es jetzt aber wissen. Da war recht früh klar, er wird durchrushen. Und versucht dann hier in Deckung zu kommen. Aber nicht mit mir, ich wusste das. Boah, hab's mir, das heißt, ich wusste, ich hab's mir gedacht, dass er das bringen wird. Minions feiern das auch, dass wir ihn erholen konnten. Hab damit tatsächlich einen Killer bekommen, was immer schon mal schön ist, gut fürs WN8. Kann man sich nicht beschweren. Und erstmal wieder weiterfahren. Besten, nicht parallel, sondern halt senkrecht zur Arti-Schusslinie. Und ich glaube, ich habe genau, währenddessen noch einen dummen Spruch, also passt auf, Jungs, ich passe auf meine Loops auf, weil halt die beiden E-75 halt echt, die spielen halt einfach nicht gut. Ja, sorry, ist nun mal so. Meine beide eigentlich erfahrene Spieler, also was heißt Spieler mit vielen Matches, die nicht besonders gut sind, vor allem WN8, der hat, ist natürlich ärgerlich, aber passiert. Aber trotzdem müssen wir sie am Leben behalten, wir brauchen sie noch. Und ja, hier drückt jetzt der T-57 Heavy. Und da kann ich halt versuchen, ein bisschen was abzubekommen. Muss jetzt aber auch aufpassen. Hab dann währenddessen auf die Map geguckt und gesehen, okay, da oben ist immer noch was hinter. Also nicht zu oft auf den 57 Heavy drücken. Ich meine, wir haben ihn jetzt gerade in eine böse Position gebracht, weil er halt davon ausgehen muss, dass wir jederzeit von hinten auf ihn schießen können. Aber wir können uns halt nur bestimmt viel erlauben. Während die Minions dann gerade irgendwas im Inneren des Panzers kaputt machen. Super, Jungs, super. Ja, Silver ist währenddessen unten hingefahren, um unsere Arti zu verteidigen. Versucht er den 1390 zu bekommen, hat aber halt das Problem,
wenn man sich das mal groß anguckt, der proxiert einfach unsere Arti und damit wird die Arti da wahrscheinlich verrecken, weil einfach die gegnerische Arti sie dann Count hat. Genau, da haben wir es. GWTKP schlägt zu. Robumpf. Ich bin jetzt fast geladen. Kann dementsprechend da gleich wieder auf was draufhalten. Nehmen hier den Autofeuer. Dann wird es dir zwar im Replay nicht richtig angezeigt, aber das macht es doch ein bisschen einfacher. Und jetzt werde ich da von hinten beschossen und dachte mir, nein, fuck, ich muss weg. Ist ein Conqueror, mit einem was ich in dem Moment gar nicht gesehen habe, gar nicht so viel Schaden gemacht hat. Ich habe da irgendwie gedacht, so, shit, Conqueror schießt auf mich, ich muss hier weg. Auch wenn ich den T-57 Heavy da sehr, sehr gerne tot gehabt hätte. Aber wahrscheinlich hätte mich das den Kopf gekostet und den brauche ich noch. Ja, beide Artis tot, aber eine weitere haben wir noch, die sich klugerweise auf die andere Ecke gestellt hat, was dann, wobei klug halt relativ ist, einfach Glück gehabt, dass da nicht der Push nicht durchgekommen ist und sie nicht aufgegangen ist. Hätte auch anders laufen können. Und ja, jetzt, wir haben hier mal noch keine so super, so richtig schlechte Position, einfach weil wir halt den Damm hier haben, den wir in Deckung gehen können, arbeiten können. Ich bleibe hier gerne in Bewegung, weil wir einfach drei gegnerische Artis haben. Stillstehen kann einen jederzeit umbringen, einfach nur weil die Arti doch mitbekommen hatte, wo man war. Muss nicht sein. Und jetzt dachte ich mir so, hey, unser E75 drückt davor, wir haben nur noch einen. Der andere hat sich schon viel aufgelöst, das habe ich in dem Moment gar nicht mitbekommen, aber ah, da hinten muss ja auch irgendwo was sein, also können wir eigentlich auch mal versuchen, darauf zu decken. Einfach weil ich bei T57 Heavy momentan nicht vorankomme. Und dementsprechend da nicht allzu viel machen, weil ich dachte mir, ah, gucken wir hier mal. Irgendwo muss ja auch mal was sein. Weil die werden da ja wohl nicht Ewigkeiten hinten stehen und okay, vermutlich werden sie schon hinstehen und campen und oh, hallo, Conqueror. Da haben wir ihn und festgestellt, ah, ist der kleine Turm, was mich dazu verleitet hat, den insgesamt sehr zu unterschätzen, weil ich mir dann mehr an den Black Prince gedacht habe und unterschätzt habe, wie viel Lebensmittel und ja, da war auch nochmal ein 50B dazu. Auto-Aim rein. Das ist halt ein bisschen schade im Replays, da sieht man das dann nicht vernünftig, aber das war das Einfachste. Und jetzt dachte ich mir, okay, wann muss ich irgendwie reagieren? Da kommt der Conqueror, also holen wir uns den. Wir sind ja voll. Und dann festgeweckt, der hat immer noch ganz schön viele Lebenspunkte, hat schon meinen Fahrer erwischt, was sehr ärgerlich ist. Und er hat halt auch vorne gut Panzerung, weswegen ich jetzt gerade echt ein bisschen aufgeschmissen bin. Oh, Arti haut mit rein, okay, das ist gut. Aber ich habe jetzt keine Schüsse mehr, also müssen wir einfach irgendwie abtauchen. Er hat gerade den Turm nach hinten gedreht, habe ich gesehen, also ab wieder weg hier. Zu sehen, dass ich Land gewinne, muss irgendjemand anders machen. Und da hat der E75 in sich geholt, wird natürlich wahrscheinlich selbst vom 50B noch zerlegt werden. Muss ich davon ausgehen, aber was soll man machen? Was man jetzt schon sieht, was ich in dem Moment nicht gemerkt habe, was echt schlecht war. Man sieht es hier unten, ich habe nur noch einen AP-Schuss durch das ganze Nachladen, habe halt nicht drauf geachtet. Habe das halt voll nicht bemerkt und ja, deren Art hat den E75 geholt. Habe das halt echt nicht bemerkt, dass ich nur einen Schuss drin habe. Silver kommt jetzt auch wieder rüber. Da ist der 50B wieder. Das war einfach dieses, okay, wir decken ihn mal wieder auf. Und dann kam jetzt irgendwann, ich weiß nicht genau, ich glaube, es war nachdem ich geschossen habe, kam die Einsatz von, fuck, ich habe ja gar keine Munition mehr. Genau, ich habe dort jetzt schon umgestellt, habe entschieden, so, habe es jetzt gemerkt, wusste aber, okay, ärgerlich, werde da müssen, aber dann stellen wir uns schon mal hin, hauen den Schuss noch rein. Einfach, dass wir das bisschen Schaden, was wir brauchen, können mit rausbringen. Und überlassen das halt jetzt notgedrungen Silver. Ja, und die Arti müssen das halt irgendwie hinbekommen. Ich habe trotzdem immer noch versucht, rüber zu gucken, einfach weil ich neugierig war, wie es läuft. Und ja, unser T69 ist da schon weit durch. Da hat er sich die Arti geholt. Schade eigentlich. Und wie gesagt, der Arti-Spieler war echt gut. Das muss man ihm lassen. Also der hat da gut gespielt. Und war dabei auch noch lustig, was für Arti recht selten ist. Auch wenn er sich ja teilweise ein bisschen aufregt, aber er war lustig. Und da hat Silver sich den Amix geholt. Und wir haben noch eine Arti, die wir suchen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen die noch. Irgendwo muss die auch sein. Und ja, da er abgedreht ist, war jetzt immer noch, vielleicht versteckt sich hier hinten ganz in der Ecke. Wohl eher doch nicht. Schade eigentlich. Ah, da haben wir ihn. Und ich kann mir noch den Kill abstauben. Chakalaka, so muss das. Wie gesagt, den Fehler bei dem Conqueror, der war sehr ärgerlich, der hätte mich fast den Kopf gekostet. Und auch das mal mit dem AMX war sehr ärgerlich, aber trotzdem insgesamt eine Runde, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, wenn sie durchaus lange war, so fand ich im Nachhinein noch mal gesehen. Ein Blick auf die Ergebnisse werfen, waren Panzers. Ich glaube nicht mein erstes am AMX, ich hatte vorher schon eins. Fire of Effect, einen Haufen Gegner entweder entdeckt oder beschossen, so insgesamt da gut gewickt, was das angeht. Insgesamt erfahrungstechnisch 1527, was als reine Basiserfahrung, was in meinen Augen schon echt ein sehr, sehr guter Wert ist. 2746 Schaden gemacht, zwei Gegner gekillt.
5140 Aufdeckungsschaden und 8 Gegner insgesamt aufgedeckt, 4 beschossen, 2 zerstört. Gefahren 7,5 Kilometer. Insgesamt muss ich sagen, also das, wie gesagt, hat echt Spaß gemacht. Also das war wirklich, da habe ich mich in dem Moment so richtig wie ein Scout gefühlt, obwohl ich vorher irgendwie einen Haufen anderer Panzer gefahren war und in letzter Zeit auch nicht unbedingt immer so gut Scout fahre, sondern teilweise auch immer noch zu aggressiv oder zu demotiviert, in dem Sinne von wirklich gut zu fahren, sondern mehr auf Spaß aus. Und dann geht es halt durch das Schießen. Das war so eine Runde, wo ich dachte, so, es hat echt gut geklappt. Insgesamt dann der T69 hat noch gut was bekommen. Unsere Artis, wie gesagt, auch gut was. Ja, unser T10er und die anderen hier unten, die beiden haben keinen Schaden gemacht. Die T10er haben zum Teil gut aus Schaden gemacht, aber auch zum Teil hier so IS-4, E50 haben sind auch recht, und A50B sind halt auch recht geringe Schadenswerte. Der hat zwei Magazine im Endeffekt geladen, hat davon gut was abgeschossen, aber nur fünf getroffen und nur zweimal durchschlagen. Das ist schon ein bisschen schwach, mein Freund. Aber ja, insgesamt sehr zufrieden. Silver, muss man dazu sagen, hat gut, er hat bei weitem nicht so viel abbekommen. Da hatte ich gefühlt im Spiel, hatte ich im Spiel das Gefühl, er hat mehr abbekommen, aber trotzdem auch gut was in Erfahrung gekommen. 911 wäre immer noch eine sehr gute Zahl. Und ja, wenn wir hier unten schauen, das war ein 5-Mach-Event. 11.450 Erfahrungen dort gemacht. Das war echt geil. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Bisher meine schönste Runde, so also gefühlt von dem, was in letzter Zeit war. Ich weiß, da waren anfangs schon mal deutlich bessere Runden dabei, wo ich, oh, was heißt deutlich besser, auf jeden Fall, es waren schon mal genauso gute und bessere Runden dabei, wo ich auch das Gefühl hatte von, Scout, wuhu. Aber das hatte ich schon länger nicht mehr und da war das hier echt, diese Runde war eine echte Wohltat. Ich hoffe, ihr werdet in nächster Zeit auch solche Runden haben. Seien Sie jedem Scout gegönnt. Ansonsten denkt dran, heute Abend Stream und schickt mir bitte, bitte Runden auf von Malinowka, dass ich da für nächste Woche eine hübsche Folge machen kann. Schickt sie mir am besten auch möglichst Anfang der Woche, dass ich halt Zeit habe, es mir vorzubereiten. Ich denke, das versteht sich. Ansonsten danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.